Und es ist wieder Zeit für eine neue Ausgabe von Wir in BB. Und wir sind hier in Böblingen, aber wenn man genau hinschaut, irgendwo im Nirgendwo. Diese Location soll etwas zu tun haben mit den Gesundheitswochen. Ich stelle mir die Gesundheitswochen immer vor, geschlossener Raum, tolle Dozenten, tolle Beiträge, aber hier, wir werden sehen, aber vorher geht es erstmal quer durch den Kreis, weil da war mächtig was los und es ist noch mächtig was los. Für das Leonberger Jugendforschteam, das wir vor kurzem mit Wir in BB besucht haben, ist der Wettbewerb leider vorbei. Ihre Entwicklung eines Armbandes, das den Puls messen und damit frühzeitig einen Schlaganfall erkennen kann, hat es nur bis zum Landeswettbewerb nach Fellbach geschafft. Gewonnen haben 8 andere Teams, zum Beispiel die Standnachbarn, die einen drehbaren Stecker entwickelt haben. Oder dieser Schüler aus Waiblingen, der eine Art Laserpointer erfunden hat, mit dem sich auch der Computer bedienen lässt. Insgesamt hatten mehr als 60 Projekte am Landeswettbewerb teilgenommen. Im Stadtpark Leonberg blühen derzeit nicht nur die Krokusse, sondern es wird auch fleißig gebaggert. Entlang des Wegs zwischen der Stadthalle und dem Kinderhaus entsteht ein Mehrgenerationenspielplatz. Also nicht etwa nur Spielgeräte für Kinder von 4 bis 14 Jahren, sondern auch etwas für Senioren. Diese Bänke zum Beispiel werden vor solche Pedale montiert, sodass die Herrschaften gemütlich im Sitzen eine Radtour machen und in Bewegung bleiben können. Für Fußgänger gibt es das Gleiche auch. Bis zu den Kinder- und Jugendtagen Anfang Juli soll der Spielplatz fertig sein. Und in Böblingen macht Shoppen ab dieser Woche besonders viel Spaß. Der Einzelhandel hat nämlich seine Osteraktion gestartet. Jeden Tag werden in einem anderen Geschäft Ostereier versteckt, so wie hier in einer Buchhandlung in der Bahnhofstraße. Wer eines findet, bekommt einen Preis. An welchem Tag in welchen Läden Eier versteckt sind, verrät das Stadtmarketing-Team Böblingen auf seiner Facebook-Seite. Die Aktion läuft noch bis Ostern. Ha! Hier sind wir jetzt doch richtig. Hinter uns ist der RCB, das Trainingsgelände vom Rallye-Club Böblingen. Und da fahren Sie die Karts. Aber was hat das bitte schön mit den Gesundheitswochen zu tun? Da klären wir Sie später auf. Vorher gucken wir ganz kurz nach Herrenberg. Da gibt es nämlich jetzt eine Smartphone-Patenschaft. Ja, nein, man übernimmt keine Patenschaft für ein Smartphone. Nein, das sieht ganz anders aus. Die Jungen helfen den Alten. Und wie das Ganze aussieht, zeigen wir Ihnen jetzt. 12 Senioren, 12 Jugendliche. 12 Probleme mit moderner Technik, die es zu lösen gilt. Bereits seit ein paar Jahren besteht die Partnerschaft zwischen Stadtjugendring und Stadtseniorenrat in Herrenberg. Begonnen hat es vor 6 Jahren mit dem Handy und dann wurde quasi daraus der PC und heute sind wir beim Smartphone und beim Tablet. Und es ist uns wichtig, gegenüber auch der Öffentlichkeit, der Politik darzustellen, dass eben die Senioren von diesen Möglichkeiten nicht abgehängt werden. Und genau dabei sollen die Jugendlichen helfen. Zuerst wird aber gematcht. Je nach Problem und Wohnort finden sich Paarungen von Senior und Junior. Aber womit genau kommen die Senioren eigentlich nicht zurecht? Ich kann telefonieren, aber ich will ja mehr können als telefonieren. Das Gerät hat ja unheimlich viele Funktionen. Und ich brauche so 2, 3, 4 Sachen noch und Sicherheit gewinnen, dadurch, dass ich es einübe. Und einübe unter Aufsicht. Weil wir seit Jahren einen Computer haben, mein Mann relativ gekonnt damit umgeht und ich nur daneben sitze und auf seinen Befehl die Knöpfe drücke. Das gefällt mir nicht so. Ich möchte selber mit unseren Kindern, Enkeln und Freunden kommunizieren können auf diesem Gerät, weil ich sehe, was man alles damit machen kann. Also ich muss Ordner anlegen können und Sachen weiterleiten, wenn ich was schreibe, per E-Mail weiterleiten. Und die Sache, also ziemlich einfache Sachen, würde ich sagen. Ich habe, wie gesagt, einen PC und ein Smartphone und ich versuche alleine reinzukommen und die Möglichkeiten auszuschöpfen, aber das geht nicht. Deshalb bin ich sehr zufrieden, dass jemand bereit ist von den jungen Leuten, mir dabei behilflich zu sein. Ganz uneigennützig ist diese Bereitschaft nicht. Der Lions Club sponsert die Aktion regelmäßig. 5 € pro Stunde bekommen die Jugendlichen davon. Dazu kommt ein Zuschuss von den Senioren selbst. Also eine reine Geschäftsbeziehung. Unsere Erfahrung sagt, dass da ganz tolle Verhältnisse auch gegründet wurden, so Oma-Enkel-Verhältnisse. Die werden eingeladen zum Geburtstag, zu Weihnachten oder zu Familienfesten. Also es hat sich bis jetzt immer sehr gut quasi angelassen, dass diese Partnerschaften gut funktionieren. Die Smartphone-Partnerschaft kann also mehr als nur Technik-Nachhilfe. Am Ende wachsen hier 2 Generationen zusammen.
Hier liegt Benzin in der Luft. Wir sind hier richtig. Motorsport und Inklusion. Behinderte und Nichtbehinderte fahren hier um die Wette oder gemeinsam. So genau weiß ich das noch nicht, aber wir werden gleich jemanden treffen, der uns genau darüber berichten kann und erzählen kann, wie das Ganze zustande kam. Ja, und das Ganze nach der Werbung, weil die gibt es jetzt. Steht das Wasser bis zum Hals? Wir brauchen auf jeden Fall Hilfe. Ja, und jetzt sind wir hier genau auf dem Renn- und Trainingsplatz vom RCB und neben mir ist die Berit Erlbacher. Und Sie sind nicht nur im Vorstand vom RCB, sondern Sie sind auch noch... Ich bin Initiatorin von Barrierefrei von Kopf bis Fuß. Und das bedeutet barrierefrei von Kopf bis Fuß genau? Ja, Barrieren hat jeder im Kopf und um die geht's, die abzubauen. Das macht viel mehr Spaß, es bringt Lebensfreude und das haben wir festgestellt bei unserem Inklusionsprojekt auch hier auf der Kartstrecke, dass es sagt, ja, es ist ein Zugewinn für beide Seiten, für behinderte und nicht behinderte Menschen. So, und wir haben ja auch schon ein paar ganz tolle Bilder aufgezeichnet. Das ist ja ein ganz spezieller Kart, beziehungsweise das Kart, schätze ich, ist das gleiche, aber der Anhänger ist was Besonderes. Da können nämlich Menschen mit Behinderungen auch mal ganz entspannt mitfahren. Genau. Also Ziel war es, hier wirklich ein Gefühl zu konzipieren im Anhänger, dass ich sage, ich brauche nicht selber fahren, ich lasse mich ziehen und habe aber wirklich dieses 1:1 Fahrgefühl, wie wenn ich selber fahre. Und das macht einfach den Kiddies Spaß. Also wir haben behinderte und nicht behinderte Kinder, die auch hinten mitfahren, die vielleicht sagen, okay, Kartfahren selber ist noch nicht so mein Ding, aber mitfahren und den Geschwindigkeitsrausch dazu genießen, das mache ich schon. So, heute, an dem Tag, wo wir das Ganze aufzeichnen, ist ja auch gleichzeitig der Welt-Down-Syndrom-Tag. Ich glaube, das war auch so ein Grund, warum Sie das damals initiiert haben. Den Tag haben wir uns natürlich rausgepickt, weil wir gesagt haben, der passt erstens mal immer in die Gesundheits- und Sportwochen und wir gehören mit unserem Thema definitiv zum Thema Sport und Gesundheit. Und ja, das bietet sich im Grunde genommen für uns wunderbar an, genau an dem Tag so eine Veranstaltung zu machen und es wirklich auch präsent in die Öffentlichkeit zu bringen. Also wir haben hier autistische Kinder, wir haben Kinder mit geistiger Behinderung, wir haben Kinder mit körperlicher Behinderung, wir haben auch eine blinde Fahrerin heute mit dabei. Also quer durch den Gemüsegarten. Im Grunde genommen geht es nur darum, nicht zu schauen, ja, welche Behinderungen hat der Einzelne, sondern hat der Spaß am Motorsport, will er mit uns da über die Strecke flitzen. Und mit einer Fahrerin unterhalten wir uns nämlich gleich, wie ihr das gefallen hat und wie das Gefühl für sie war, wenn man blind über die Strecke gefahren wird. Das Ganze und noch viel mehr nach den Veranstaltungstipps und die gibt es jetzt. Der Frühling kommt und die lieben Kleinen haben nichts anzuziehen. Dafür gibt's in Böblingen die Kinderkleiderbörse. Rund 10.000 Artikel stehen da zum Verkauf, darunter gut erhaltene Kleidung, Spielsachen, Fahrzeuge, Babyausstattung und was man sonst noch so braucht. Mehr Infos gibt's auf www.zeppelinbörse.de. Oklahoma heißt das Musical von Richard Rodgers und Oscar Hammerstein und das kann man am 7. April in Leonberg sehen. Der Kepler Chorverein hat das Stück aus der Gründerzeit zu seinem 70-jährigen Jubiläum einstudiert und bringt es jetzt auf die Bühne. Mit großem Musicalchor und zahlreichen Amateur- und Profisolisten. Und wer am Morgen zerknittert aufwacht, hat am Tag die besten Entfaltungsmöglichkeiten. Unter diesem Motto steht das neue Programm der schönen Mannheims. Das Frauenpower-Kultquartett begeistert seit 5 Jahren das Publikum im ganzen Land und tritt jetzt auch in Herrenberg auf. Los geht's in der alten Turnhalle um 20 Uhr. Karten gibt's für 23 Euro. Eben noch auf der Piste und jetzt steht sie für mich bereit für ein Interview. Heidrun Loth ist eben mit einem Fahrer vom RCB über die Strecke gerast worden. Wie war das denn eigentlich jetzt für dich, Heidrun? Es war total super. Also mir hat es richtig viel Spaß gemacht. So, jetzt ist ja bei dir so, du bist blind, du kannst also überhaupt gar nichts sehen.
Ist das ein ganz anderes Gefühl jetzt für dich, wo du sagst, naja gut, lenken kann ich ja nicht, weil ich sehe den Weg nicht, aber das Gefühl, wie war das denn jetzt? Beschreib mal, wenn das ist, wie das ist, über die Kurven gefahren zu werden. Das ist schwierig zu beschreiben, weil ich es ja nicht anders kenne. Also ich bin ja von Geburt an blind, das heißt, ich weiß nicht, ob das ein anderes Gefühl jetzt wäre für andere, für einen Sehenden als jetzt für mich. Aber es war einfach ein total schönes Gefühl, weil es war eigentlich wie so ähnlich wie Achterbahn fahren und man konnte auch schon fast sagen, so ähnlich wie fliegen. Also es war richtig schön. Angst hast du keine gehabt? Nein. Gar nicht? Also da kannst du immer noch ein Zeichen geben vielleicht, schneller oder langsamer? Also es war so, dass sie am Anfang eine Runde langsam gefahren ist. Das war auch gut, weil dann konnte ich mich daran gewöhnen, weil ich bin ja vorher noch nie Go-Kart gefahren. Und dann hat sie mich gefragt, ob schneller oder langsamer oder gleich bleiben. Da habe ich gesagt, geht ruhig schneller. Dann ist sie schneller gefahren und für mich war das völlig in Ordnung. Also habe ich auch nichts sagen brauchen. Also du würdest dich auf jeden Fall nochmal hinten in den Hänger setzen hier beim RCB und die eine oder andere Runde mitfahren? Auf jeden Fall. Also du hast ja, ich glaube, auch das Gefühl, er vermittelt, je schneller, desto doller. Ja, je schneller, desto besser. Das stimmt, ja. Heidrun, du hattest auf jeden Fall riesen Spaß hier. Wie ist es denn? Hatten Sie denn hier auch schon mal Kinder, die gesagt haben, ich steige ein und sind dann doch wieder ausgestiegen? War da die Angst dann doch größer? Ja, das haben wir auch immer wieder gehabt. Aber für manche Kinder, gerade für Schwerstbehinderte, ist es oft wirklich eine große Überwindung. Und die sind dann mega stolz, wenn sie einfach nur drinnen gesessen sind. Und ich denke, das muss man einfach auch dann so stehen lassen und sagen, ja, super, dass du das gemacht hast. Und wir hatten auch schon Kinder, die zwei-, dreimal bei uns am Platz waren und dann beim dritten Mal wirklich die erste Runde gefahren sind. Und das Strahlen ist natürlich dann enorm und die Begeisterung dann zu sagen, ja, jetzt habe ich mich endlich getraut und jetzt habe ich das gemacht und jetzt weiß ich, wie toll das ist. 2018, das höre ich jetzt raus, sind Sie wieder mit dabei? Auf jeden Fall, ja. Und zwar am 21.03. Selbstverständlich, am Welt-Down-Syndrom-Tag. Ja. Heidrun, Berit, vielen Dank, dass ihr Zeit gefunden habt. Ihnen noch eine schöne, angenehme Woche. Das war's für heute. Freue mich auf eine neue Ausgabe von Wir in BB. Gibt's aber erst in 7 Tagen.